und auch ein bisschen hinter die Kulissen des Maimarkts geschaut. Wenn das Maimarkt-Turnier lockt, kommen die besten Westernreiter Deutschlands nach Mannheim. Sonja Zürgübel aus dem hessischen Erbach ist seit 6 Jahren Westernreiterin und zum 2. Mal hier dabei. Die 21-Jährige musste besonders früh aufstehen, denn bereits morgens um 8 steht die erste Disziplin auf dem Programm. Bei 2 von insgesamt 8 Wettbewerben geht sie an den Start, gemeinsam mit ihrem 15-jährigen Wallach Ocke. Bei den Prüfungen, die ich jetzt hauptsächlich reite, das ist Horsemanship und Trail, kommt es darauf an, bei der Horsemanship, dass das Pferd sich halt mit feinen Hilfen lenken lässt und auf den Reiter hört und dass der Reiter auch mit feinen Hilfen das Pferd dirigieren kann, ohne dass da jetzt grobe Hilfen irgendwie zu sehen sind. Das soll alles immer schön harmonisch aussehen. Sonja Zürgübel ist gelernte Sattlerin. Ihr Wettkampfsattel ist eine Spezialanfertigung, Qualitätsarbeit, allerdings aus fremder Hand. Nee, den habe ich jetzt nicht selbst gemacht. Den habe ich schon ganz lange, da war ich noch nicht Sattler. Ansonsten von der Lederausrüstung alles selbst gemacht. Und ist man vor so einem Wettkampf aufgeregt oder ist das mittlerweile Routine? Nee, ich bin immer aufgeregt. Ja. Gerade vor so größeren Sachen, immer richtig. Ich glaube, das legt sich nie. Also zumindest bei mir glaube ich nicht dran, dass es sich mal legt. Mal schauen. Die Kleiderordnung der Westernreiter, langärmliches Hemd, Stiefel und Hut, lederne Überhosen, die Chaps, die sind selbstgemacht. In ihrer Paradedisziplin, dem Trail, geht Sonja Zürgübel in Mannheim als Titelverteidigerin an den Start. Der Trail ist ein Parcours mit mindestens 6 nachgestellten Geländehindernissen. Dabei soll sich das Pferd unerschrocken jedem noch so seltsamen Hindernis nähern. Es prüfen und ohne Verzögerung bewältigen. Die Stange wird nicht bewegt, das ist ein leichtes. Nee, nee. Beim Tor zum Beispiel darf eine Herde imaginär vorhandener Rinder nicht die geringste Möglichkeit haben, durchzuschlüpfen. Die Pferde müssen mitdenken und den Parcours weitgehend selbstständig bewältigen. Dafür sind Fjordpferde, eine skandinavische Ponyrasse wie Sonja Zürgübels Ocke, besonders gut geeignet. Auch die Brücke absolviert Ocke vorsichtig, aber bereitwillig. Lehrbuchmäßig. Allerdings haben sich in den Auftritt ein paar Fehler eingeschlichen, sodass es nicht zur Titelverteidigung reicht. So, einmal noch herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Die Freude über den 3. Platz hält sich bei der 2-maligen deutschen Meisterin dementsprechend in Grenzen. Das waren aber nicht die Fehler vom Pferd, sondern meine Fehler. Also einfach von der Sicht her habe ich mich bei 2, 3 Sachen ein bisschen verschätzt und das ist dann natürlich gleich fatal. Nach dem Wettkampf zieht bei den Zürgübels wieder der Alltag ein. Abschalten vom Abenteuer, Westernreiten und allem, was dazugehört. Bei den Turnieren ist ja dann auch immer die ganze Zeit Country-Musik mit dabei. Und wenn man dann eine Woche lang Turnier hat und kommt dann nach Hause, ist man schon froh, wenn man die normale Musik im Radio wieder hören kann. Bis zum nächsten Mal, wenn sie mit ihrem Pferd Ocke und ihrer Mutter Roswitha wieder ein Turnier in Angriff nimmt. Ein glückliches und zufriedenes